Endlich können auch sie wieder gedankenlos ihrer Leidenschaft nachgehen. Die Tanzlehrerinnen samt Schülerinnen von Thematis. Der Lockdown wegen dem grassierenden Coronavirus hat so einiges an Umstrukturierungen auf den Plan gerufen. Eine Umstellung für Tanzlehrerinnen und Schülerinnen. Ab dem Zeitpunkt, wo es dann wirklich klar war, jetzt ist nichts mehr, jetzt wird nicht mehr unterrichtet, haben wir dann einfach angefangen, alles umzustellen auf online. Das ist so, ich würde sagen, der erste grosse Challenge war, okay, welche Tools, wie machen wir das, welche Musik, oh, da gibt es ja 7000 Plattformen, alles ausprobieren. Dann haben wir eigentlich alles umgestellt auf Online-Medien und dort sind wir eigentlich sehr positiv überrascht gewesen. Es ist einfach, ich würde sagen, es war ganz eine andere Art von Kommunikation gewesen. Also irgendwie so, man fühlt sich dann am Tag so, ah ja, jetzt unterrichte ich allein mein Handy, zu Hause, an dem Platz, wo ich schon im Homeoffice gearbeitet habe vorher, oder? Und das ist dann wie so ein bisschen von der Energie her auch schwierig gewesen, aber wenn dann trotzdem eben alle haben versucht, Kommentare reinzuschreiben oder dann nachher Videos schicken, das ist einfach gleich dann auch schön gewesen, hat man sie trotzdem einmal ein bisschen gespürt. Die drei Tanzlehrerinnen von Thematis, die hauptsächlich Dancehall und Afro unterrichten, mussten besonders lange darauf warten, ihre beliebten Stunden wieder anzubieten. Darum ist jetzt die Freude besonders gross und die angestaute Energie kann optimal ins Tanzen investiert werden. Also wir haben alle immer wieder natürlich alles mitverfolgt und gehofft, dass wir endlich wieder loslegen dürfen. Und ja, wir zählen so ein bisschen zu den Letzten, die wirklich wieder die Arbeit aufnehmen dürfen. Und wir freuen uns riesig auf unsere Schüler. Es macht mega Freude. Ich weiß nicht, ob man es sieht auf der Aufnahme, aber es macht mega Freude. Vor allem jetzt zum Zurück sein, wenn man mal sieht, was man halt nicht hätte können haben jetzt während dieser Corona-Zeit. Einfach der Vibe in den Stunden und wie sie es überbringen. Sie sind mit vollem Herzblut dabei und Leidenschaft und das tun sie uns einfach übermitteln. Sarah, Livia und Debbie. Drei individuelle Charaktere, drei individuelle Wege und drei individuelle Stile. Also ich finde halt, sie drei haben eine mega positive Energy und ich finde halt Raga und Afro generell einen tollen Tanzstil zum Lernen und es macht einfach Spass und jedes Mal, wenn ich fertig bin, fühle ich mich so befreit und macht einfach Spass. Ich sage jetzt mal, bei anderen Tanzschulen, die ich jetzt einfach kenne, ist es etwas grösser und nicht so familiär, sage ich jetzt mal. Da mit der Zeit kennt man sich vielleicht ein bisschen und freut sich, wenn man den einen oder anderen wieder sieht. Und von dem her, ja, das bringt halt auch das, ich sage jetzt mal, added ein bisschen zum Vibe. Wir haben durch die Jahre und das, was wir auch erlebt haben, das war nicht immer einfach gewesen, der Weg. Weil wir haben auch viel, wirklich sehr viel investiert, sehr viel Zeit und sehr viel Schweiß und Geld und alles, weil wir einfach die gleiche Leidenschaft teilen und sozusagen auch die Einzigen sind, die da in Zürich zu unserer Zeit noch, ja, das sozusagen gemacht haben. Und durch das haben wir einfach Weg gefunden, so miteinander können reden und kommunizieren, dass wir alle immer gleich den gemeinsamen Nenner gefunden haben. Der Schlüssel, für dass es funktioniert, könnte aber auch das Gleichgewicht zwischen Gemeinschaft, Individualität und persönlicher Stärke sein. Wie die drei Tanzbegeisterten selber auf ihrer Homepage schreiben. Kein Wunder also, dass es auch ganz klare Ziele für die Zukunft gibt. So, übergeordnete Ziele. Die Dancehall- und Afro-Szene hier in der Deutschschweiz wirklich ein bisschen mehr zum Leben bringen. Und da haben wir natürlich Glück, ist es jetzt gerade auch so in den Medien, ist es natürlich trendig, das spielt uns jetzt in Karten, wir machen das seit über 10 Jahren, aber jetzt finden es auch alle anderen interessant. Mega gut! Neugierig geworden? Jeden Dienstag oben gibt es Dancehall und Afro-Dance von Thematis. Infos zu jeder Zeit auf thematis.ch.